In diesem Quick-Tipp zeige ich dir eine Frequenz, die deinen Mix unangenehm spitz oder kreischend klingen lassen kann, wenn du sie zu sehr betonst, und wir starten genau jetzt. Die Frequenz, die ich meine, sind 2000 Hertz. Beim Abmischen spricht man teilweise sogar von der Schmerzfrequenz. Und was passiert, wenn du die zu stark anhebst, im Gesamtmix oder bei Einzelspuren, das zeige ich dir jetzt. Wir hören einfach mal in den Gesamtmix rein. Was ich jetzt mache ist, ich hebe mal die 2000 Hertz hier auf den Gesamtmix an, was natürlich jetzt übertrieben ist, aber nur, dass du diese Frequenz genau hören kannst, was sie macht. Ich habe die Frequenz jetzt mal isoliert und ich hebe nochmal krasser an, damit du noch genauer hören kannst, wie sie klingt. Ich übertreibe es natürlich. Also du hörst, es wird schnell unangenehm fürs Ohr. Das ist das, was ich mit spitz und kreischig meine. Deswegen musst du aufpassen, dass du hier nicht zu stark anhebst, und insbesondere auf bestimmten Instrumenten ist das ganz schlimm. Ich mach's mal hier wieder runter und wir schauen uns jetzt einfach mal Einzelspuren an. Wenn ich jetzt hier in die Lead Vocals reingehe und wir machen eine EQ-Bearbeitung, dann habe ich hier schon im Mix angehoben, sind die 2000 Hertz nicht unbedingt ein Fehler. Im Gegenteil sogar, denn so zwischen 1 und 3000 Hertz wird die Sprachverständlichkeit verstärkt. Also ich hebe jetzt einfach mal hier um die 2 Kilohertz an, mein Gesang. Right in front of you, lovely, you're so lovely. How can a guy like me ever just be friends with a girl like you? Cause love has found us fast. I know we can make it last forever. Hörst du, wenn man also die, war jetzt solo abgehört, aber wenn ich hier um die 3000 Hertz anhebe, dann wird die Sprachverständlichkeit etwas besser und im Gesamtmix kann er sich in der Regel besser durchsetzen, der Gesang. Nicht immer, aber es ist oftmals eine ganz gute Lösung, hier anzuheben bei den Vocals. Jetzt schauen wir uns aber mal die Gitarren an. Ich mache es so, dass ich hier auch alle Gitarren, die ich hier habe, sind Crunch-Gitarren, verzerrte Gitarren. Jetzt hebe ich mal hier 2000 Hertz an auf den Gitarrenbus hier. Was du jetzt hören kannst, ist, dass die Gitarren, finde ich ein Phänomen, dass die Gitarren zunächst besser klingen, weil wir haben in diesem Bereich um 2000 Hertz wird die Sprachverständlichkeit angehoben, und das Kuriose ist, dass manche Signale oder Instrumente oder Spuren einfach besser klingen zunächst, wenn du um die 2000 Hertz anhebst. Was jetzt aber passiert, wenn ich die Gitarren zusammen mit den Vocals laufen lasse. Right in front of you. Ist, dass ich jetzt schon finde, dass es ziemlich spitz klingt, und vor allem maskieren die Gitarren jetzt meine Lead-Vocals, und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und um dir zu zeigen, was passiert, wenn ich die 2000 Hertz jetzt hier rausnehme, ziehe ich es mal nach unten und nehme die ein bisschen weg, und da wirst du sofort merken, wie viel besser der Gesang dann gleich hier gegen diese Gitarren ankommt. Right in front of you. Und ich finde, wenn du hier um die 2000 Hertz rausnimmst bei den Gitarren, dann kommt der Gesang besser durch, weil sie einfach nicht die Frequenzen maskieren, bei denen die für die Lead Vocals wichtig sind. Und deswegen heb diese 2000 Kilohertz am besten, diese 2 Kilohertz am besten bei Gitarren nicht an. Ich heb die fast nie an, weil sie gerade verzerrte Gitarren sehr unangenehm und sehr kreischig klingen. Mich würde noch interessieren, wie ist das bei dir? Hast du diese Frequenz gekannt? Hast du die vielleicht auch schon mal angehoben und dein Mix hat dadurch kreischig geklungen?
oder hat dich diese Frequenz bisher noch überhaupt gar nie gestört? Schreib es mir unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und wenn du dich für die Arbeit mit dem Equalizer interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch dieses Video. Da zeige ich dir 9 EQ-Fehler, die sehr, sehr oft gemacht werden und die wirklich deinen Mix versauen können. Also schau da auch mal unbedingt rein. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar oder am besten natürlich über ein Abo. Und wir sehen uns schon bald. Bis dann!